Mir ist neulich das Svizzer Hunter TT09, das Schweizer Taschenmesser, über den Weg gelaufen. Ich musste es sofort kaufen, weil ich es so schön finde. Und ich habe überlegt, ja, ich will es euch zeigen, weil vielleicht gefällt es euch auch. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Moin moin und herzlich willkommen bei Milupa Outdoor zu unserem Schweizer Taschenmesser Svizzer, eine Firma, die neben Victorinox noch in der Schweiz aktiv ist und Schweizer Taschenmesser herstellt. Victorinox ist vielleicht die bekanntere Firma da, aber Svizzer macht Messer, die sind garantiert nicht schlechter. Deswegen will ich es euch zeigen und ich würde sagen, ihr kommt mal ran und wir schauen uns das mal aus der Nähe an. Das Svizzer wird geliefert hier in dieser kleinen schwarzen Schachtel. Pure Sharp, ja, brauchen wir gar nicht weiter eingehen. Und dann liegt es hier so drin und ja, erstes Mal seid ihr dichter dran. Ich finde das so stark hier, dieses Orange mit dieser Schattierung und mit dem, ja, Waldmuster drauf. Man bekommt das Messer auch in Oliv. Da sieht es auch sehr gut aus. Also diese beiden Möglichkeiten hat man bei der Farbe. Und wenn man es anfasst, kann ich euch nur sagen, das fasst sich so hochwertig an. Ein bisschen, ja, weicherer Kunststoff ist das hier. Ist nicht zu vergleichen mit diesen Hartschalen, die sonst bei Schweizer Taschenmessern verbaut sind. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, der Name Hunter sagt, dass es ein Jagdmesser ist. Hier sind doch einige Funktionen bei. Es könnte aber auch so ein Bushcraft-Waldmannsmesser sein. Ich weiß es gar nicht. Werden wir gleich an den Funktionen sehen. Anders als Victorinox ist die hintere Seite hier glatt geblieben. Wir haben hier nur den Korkenzieher drin. Und alle Funktionen sind hier auf dieser Seite. Aber ich will es jetzt nicht vergleichen mit dem Victorinox. Da kommt noch ein extra Video zu. Was wir haben, ist zum einen, wir gehen das jetzt mal durch, die Klinge. Und die Klinge, das ist eine Sache bei Svizzer, die arretiert hier immer. Und man bekommt sie wieder los, indem man hier auf das Kreuz drückt und dann kann man sie zurückmachen. Das geht nicht butterweich, aber das geht schon smooth. Und das ist eine Sache, die hat sie natürlich, weil es bei allen Messern so ist, dem Victorinox ganz klar voraus. Okay, das war die Klinge und dann geht es mal weiter zu einem namensgebenden Tool. Und dann fangen wir hier hinten mal an. Und zwar haben wir hier das Tick-Tool. Das Tick-Tool, Tick ist ja das englische Wort für Zecke. Haben wir hier vorne ein Zeckentool zum Entfernen der Zecken und hier noch eine Lupe. Und ich gehe fast davon aus, dass im Namen dieses Hunter TT09 das TT, das Tick-Tool gemeint ist, dass das mit an Bord ist. Und das 09, dafür steht, dass sie hier 9 Funktionen drin haben. Also das gefällt mir richtig gut. Man muss ein bisschen vorsichtig sein hier. Ist nur aus Kunststoff. Ja, sollte man nur aufmachen, wenn man es auch wirklich benötigt. Hier hinten, das hatten wir schon angesprochen, ist der Korkenzieher drin. Der ist tatsächlich genau gleich wie beim Huntsman auch. Und hier haben wir den Schraubendreher drin mit dem Kapselheber. Ein Dosenöffner ist hier nicht bei, denn man ist ja jagen. Man geht davon aus, dass man auch was fängt oder was schießt, heißt es da. Und dann braucht man auch keinen Dosenöffner. Ja, fangen wir von der anderen Seite mal mit an. Und hier vorne ist eine Ahle drin. Die Ahle sitzt nicht wie bei anderen Schweizer Taschenmessern hier so in der Mitte, sondern man hat die Ahle hier vorne hingemacht. Die ist auch richtig schön scharf angeschliffen. Tolles Werkzeug, da muss man richtig ein bisschen aufpassen. Kannst du allerhand auch mit aufpieken, richtig spitz das Teil. Dann hatten wir, da war auch schon. Hier waren wir noch nicht. Genau, hier ist die kleine Säge. Die arretiert nicht, arretieren tut nur das Messer hier. Und hier haben wir eine Säge, die, ja, ich habe sie noch gar nicht groß ausprobiert, aber die ist, ja, die ist identisch, die vom Victorinox genauso scharf. Ist nicht besonders lang, aber auf jeden Fall eine Säge, die du gebrauchen kannst. Das steht mal fest. Aber das nächste Tool ist eins, da habe ich mich erst gefragt, wofür das wohl ist. Sieht aus, als hättest du ja so einen türkischen Rasiersalon hier, so einen Barbershop, heißen die, ne? Das ist zum Aufbrechen von Wild, wenn du was geschossen hast. Vorne ist es stumpf und hier ist es tatsächlich rasiermesserscharf angeschliffen. Ich breche nicht so oft Wild auf. Genau genommen habe ich das noch gar nicht gemacht und werde das in meinem Leben auch nicht machen. Aber du kannst super damit natürlich deinen Zunder abhobeln von Birken, von toten Birken, die liegen natürlich. Da kannst du das nehmen zum Harz abtrennen von Bäumen. Also ich nehme das zum Zunder suchen hier und nicht zum Aufbrechen von Wild. Man kann sicherlich auch Kartons damit aufmachen, wenn irgendwie drin was ist, was nicht kaputt gemacht werden soll. Das funktioniert sicherlich gut. Auf jeden Fall ist das richtig schön stabil, dieses Teil hier. Ja, dann gucken wir weiter, haben wir denn noch was? Ja, und als letztes unserer Tools, die wir verbaut haben, haben wir, jetzt muss ich gleich mal gucken, genau, hier unten noch eine Pinzette drin. Das ist, ja, handelsübliche Pinzette, ähnelt der von Victorinox, ist gut verarbeitet, hat hier oben kein Plastikteil drauf, sondern ist Metall.
Worauf man bei Switzer hier verzichtet, bei dem Hunter, das ist ein Zahnstocher. Gut, ich brauche keinen Zahnstocher, meine Zähne sind bei so weit auseinander, da kann ich die Aale für nehmen. Ja, und das waren die Funktionen vom Messer. Das ist ja für mich genau richtig, wenn man wandern geht in den Wald, wenn man auch mal übernachtet im Wald, man kann hier einiges mitmachen. Was ich noch ansprechen möchte, ist, dass die Säge hinten so scharf angeschliffen ist, dass ich sie auf jeden Fall zur Feuerstahlbedienung nutzen kann. Das ist kein Problem, Feuerstahl ist nicht dabei, den müsste man sich gesondert mitnehmen. Ja, Preis hatten wir glaube ich noch nicht drüber gesprochen, man bekommt es für um und bei 60 Euro. Ich glaube momentan ist es bei Amazon sogar am günstigsten. Ich schau mal, ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung, wenn ihr da Interesse habt. Ja, das war die kleine Vorstellung. Ich hoffe, euch gefällt das genauso gut. Mir gefällt das richtig, richtig gut. Ich habe mich mal wieder in Gegenstände verliebt. Ja, so viel zu dem Schweizer Taschenmesser zum Hunter. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr interessiert seid, dass ich das vergleiche mit dem Huntsman von Victorinox, das sind ja beides so Hunter-Messer, dann würde ich sagen, verlinke ich euch oben mal ein Video. Ich habe nämlich ein Video schon gemacht über den Vergleich der beiden Messer auf meinem Kanal Trekkingfreunde. Da geht es nur um Ausrüstung. Könnt ihr bei Trekkingfreunde mal vorbeischauen und vielleicht auch gleich ein Abo da lassen, wenn ihr euch für Outdoor-Ausrüstung interessiert. Da werden die beiden verglichen. Da könnt ihr mal gucken, was vielleicht für euch das geeignetere ist. Ich sage auf jeden Fall danke. Dankeschön fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.